Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Ascendant. Neuer Tag, neues Glück, neuer Run. Bei prächtigem Wetter, 33 Grad. Genauso habe ich es gern. Not. Aber es soll ja so ein paar Sonnenanbeter unter euch geben, die kommen momentan natürlich extrem auf ihre Kosten. Ja, soll es halt auch so sein. Meinetwegen. Meinetwegen. Also wie gesagt, mein Wetter ist das definitiv nicht, aber okay. So. Ja, heute allerdings wollte ich das Ganze mal ein bisschen ändern und nicht nur hier über Spiel labern, sondern so eine Du lebst immer noch. Sag mal, geht's dir noch gut? Ein Schlag, also den hättest du dir auch selbst verpassen können. So. Sondern ich würde gerne mit euch so eine kleine... Diskussionsrunde starten. Ja. Und zwar möchte ich euch dann natürlich auch einladen, dann wirklich auch aktiv teilzunehmen in den Kommentaren. Und das erste Thema, das ich mir mal so ein bisschen zurechtgelegt habe, beziehungsweise nee, eigentlich gar nicht, ich improvisiere halt mal wieder, ist ein sehr altes, leidiges Thema, und zwar DLCs. Ja, das war's schon. Was haltet ihr von DLCs? Pro, Contra, kauft ihr selbst welche, seid ihr dafür, seid ihr dagegen? Wie seht ihr das mit den DLCs? Ich werde natürlich auch meine Meinung noch kundtun, beziehungsweise, ja, eigentlich relativ schnell kundtun. Eigentlich glaube ich, hätte ich dieses Thema jetzt auch gar nicht gewählt und nicht so schnell, wenn nicht aus aktuellen Anlässen ich das Ganze jetzt einfach doch mal ein bisschen thematisieren wollte. Ja, warum aktueller Anlass? Das ist ganz schnell erklärt eigentlich, und zwar der Summer Sale auf Steam. Ne? Coole Sache, tolle Sache, keine Frage. Aber... Nachdem ich gesehen habe, wie viele 12.000 DLCs von meinen Steam-Freunden gekauft wurden während des Sales, muss ich sagen, bin ich so ein bisschen nachdenklich geworden. Und ich muss auch gestehen, mir persönlich hat das Herz ein bisschen geblutet. Weil, offen gestanden, bin ich jetzt nicht unbedingt ein großer Fan von DLCs. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich etwas älter bin und mit den klassischen Add-ons aufgewachsen bin, die es ja heutzutage kaum noch gibt, mal von einigen Ausnahmen abgesehen. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich finde, dass viele DLCs, ich sag nicht alle, und das ist auch so eine Kernaussage, also ich bin jetzt nicht generell gegen DLCs, aber ich finde doch, dass viele DLCs einfach völlig, völlig unnütz sind. Und ja, ich weiß, natürlich steht es jedem selbst offen, diese zu kaufen, aber mich verwundert so ein bisschen die Tatsache, dass die Leute das dann halt auch wirklich machen. Ganz ehrlich, wer kauft ein beschissenes Hairstyle-Pack oder ein Weapon-Pack, also nur Model-Pack, nicht mal irgendwie eine neue Waffe von wegen, oh, ich bin dann voll overpowered und so und ich knall dann alles weg. Nein, teilweise wirklich nur eine Waffe, die, keine Ahnung, eine andere Farbe hat oder so. Wer kauft sowas? Ist das wirklich noch Enthusiasmus oder was ist das? Kann mir das jemand erklären? Ich kann das nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ja, ich bin durchaus auch der Meinung, dass es DLCs gibt, die ihr Geld auch wirklich wert sind, ja, für manche Spiele. Wenn mir jetzt noch welche einfallen würden. Hier, Dishonored zum Beispiel. Weiß ich, glaube ich, dass es zwei Story-DLCs gab, die relativ lange waren. Und... Also was heißt relativ lange, aber die halt wirklich auch Story und wirklich Content geboten haben. Und bei derartigen DLCs sage auch ich, ja, okay, das kann man mal machen. Ja, also sowas kann man sich schon mal kaufen, wenn man von seinem Lieblingsspiel halt wirklich mehr Inhalt, also spielerische Inhalte haben möchte und spielen möchte. Das kann ich, wie gesagt, durchaus nachvollziehen. Trotzdem muss ich sagen, die Preispolitik allein schon bei den DLCs stößt mir so ein bisschen bitter auf. Die ich allesamt, also die DLCs, was heißt allesamt, aber viele, sehr, sehr viele, einfach extrem, was war das denn? Überteuert finde. Eben, wenn man sich so ein Map-Pack ansieht. Ah, dammit. Oder eben irgendwie so ein Skin-Pack oder weiß der Geier, was es da noch so gibt. Ich kaufe solche Dinger nicht, ja. Aber wenn ich dann sehe, irgendwie so, ja, jetzt hier neue Frisuren, neue Waffenmodelle, neue Kopfformen für nur 5 bis 8 Euro, ja, okay, schön. Wie gesagt, ist natürlich eben selbst überlassen, aber ich verstehe einfach nicht die Motivation der Leute, sowas zu kaufen. Und bis vor dem Summer Sale hätte ich auch nicht gedacht, dass die Leute sowas auch wirklich kaufen. Ja, das war wohl ein etwaiger Trugschluss, ne?
Ah, da unten ist ein Shop. Ja gut, ich habe nur 10 Influencer, kann ich nicht wirklich viel kaufen. Okay, dann gehen wir mal zum Boss. Ich persönlich verstehe es halt einfach nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es von Seiten der Entwickler und Publisher natürlich verstehen. Ja, ich meine, das ist alles Kohle, das ist Geld, das ist legitim. Ist ja auch alles okay, aber was ist die Hauptmotivation, solche kosmetischen Veränderungen zu kaufen? Das verstehe ich nicht so ganz. Wie gesagt, wenn ich jetzt als jüngstes Beispiel Life Goes On verwenden darf, ja, ein Spiel, welches mir wahnsinnig viel Spaß macht und würde da plötzlich irgendwie so ein Map-Pack, also so ein Level-Pack rauskommen, ja, keine Ahnung, mit 20, 24 neuen Level für 4, 5 Euro, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, okay, das kaufe ich, weil da habe ich mehr Inhalt vom Spiel, also in Gameplay-Hinsicht, das will ich haben. Oder das kann ich mir vorstellen zu kaufen, ja, keine Frage. Aber hier so diese kosmetischen Dinger, oh Gott sei Dank, das ist Grunty, da muss ich mich nicht so derart konzentrieren. Wie gesagt, das verstehe ich nicht ganz, offen gestanden. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass der, ah verdammt, oben auf dem Haus landet, auf dem Baumhaus. So. Ah, dammit, das war nicht gut. Also wie gesagt, die Motivation würde mich einfach interessieren. Also sollte jemand da draußen dabei sein, der wirklich zahlreich irgendwie auch DLCs kauft und so, ja, bitte. Sag mir warum. Also gerade so eben, ne? Boah, ich glaube, das war das erste Mal, dass Grunty mich selbst trifft. Die Motivation hinter diesen kosmetischen Dingern. Ach, Kamoho, den kennen wir doch schon. Skira, du meintest, der kommt relativ selten. Ja, das stimmt, aber wie gesagt, kann die halt den Arsch retten, ne? Deshalb setze ich ihn trotzdem wieder in die Waffe ein. So. Okay. Mich würde das ernsthaft interessieren. Und was ich halt wirklich fast noch schlimmer als DLCs finde, sind diese sogenannten Season Pass-Dinger für DLCs. Also das geht halt gar nicht, meiner Meinung nach. Es gibt immer wieder Spiele in letzter Zeit, da kommt halt das Hauptspiel raus für schon mal 50 Öcken, ne? Und dann kann es aber sein, dass der ganze DLC, der ganze Season Pass plötzlich nochmal 50, 60 Euro kostet. What? Ganz ehrlich, wer zahlt 120 Euro für ein Hauptspiel, also für ein fertiges Spiel, das er gekauft hat, nur damit er dann, keine Ahnung, 2-3 neue Multiplayer-Maps kriegt? Wer macht denn das? Ich meine, klar, wenn man ein Spiel extrem gerne spielt im Multiplayer und hier 2-3 neue Maps will, ist ja schön und gut, aber Leute, ihr müsst ja schon auch ein bisschen bedenken, dass es früher... Und nein, früher war nicht alles besser, das sage ich gar nicht. Scheiße. Dass es früher die Maps teilweise halt wirklich für lau gab. Und zwar von der Community. Erstellt. Gibt's heute auch noch bei manchen Spielen. Klar, keine Frage, aber bei weitem nicht mehr so oft. Ich habe einen Half-Life 1 Mod gespielt über 10 Jahre hinweg. Und nein, es war nicht Counter-Strike. Da gab's halt... Ich glaube, in der Zeit habe ich sicher an die 2000 Maps gespielt. Verschiedene. Gute. Klar, selbst erstellte. Aber ganz ehrlich, viele Spiele lassen das ja auch gar nicht mehr zu. Also das hier modden und so, ne? Hier eine eigene Map erstellen. Nö, kannst du nicht, weil das Map-Pack 2015 kommt schon früh genug raus für günstige 15 Euro. Jesus! Nee, also sowas finde ich halt überhaupt nicht okay. Echt nicht. Also rein vom Prinzip her. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn die Leute sowas kaufen. Auch wenn es mir halt, wie gesagt, immer so ein bisschen wehtut trotzdem, weil, ja... Oh, das war gut. So. Oh, ich habe den sogar getroffen damit. Gut. Wie gesagt, klar, ich bin schon älter und man könnte jetzt auch sagen, ja, du bist halt alt und jede Veränderung und so, ne, willst du halt gar nicht mitmachen und willst nicht mitgehen mit der Zeit und so. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Wie gesagt, Story-DLCs oder spieltechnische Verlängerung, kein Problem. Kaufe ich mit Sicherheit auch ab und zu. Auch wenn mir gerade so nichts einfällt, was ich je gekauft hätte. Oh, bin ich froh um den Dash... Ey, sag mal, ihr Biene! Eieieiei, da kann man das schnell zweimal hintereinander. Ach, du hast es jetzt nicht überlebt, oder? Doch, hat er. Eine neue Waffe wäre mal nicht schlecht. So. Nö, nur Influence. Aber wir haben auch einen Schlüssel, das heißt, ich kann auch in den Shop... Okay. Nee, also wie gesagt, es ist nicht so, dass ich DLCs generell ablehne.
Aber allein die Preispolitik finde ich teilweise extrem bedenklich, weil es bei manchen Spielen doch den Eindruck erweckt, für mich persönlich, dass die Kunden einfach nur noch ausgenommen werden sollen. Ohne jetzt wirklich extrem Relevantes zu bekommen in Sachen, ja super, Mana. Ich benutze meine Zauber auch so oft. wie gesagt, ich finde das ein bisschen, diese Tendenz finde ich einfach extrem bedenklich, persönlich. Wenn, natürlich, mir ist bewusst, kein Mensch muss ein DLC kaufen. Wobei, was ich schon auch anprangere, ist an dieser Stelle wirklich, sind Beispiele oder sind Spiele, beziehungsweise Entwickler, die es tatsächlich so machen, dass sie ein Spiel fertigstellen, also komplett fertigstellen und dann hinterher absichtlich ein... Nee, da wollte ich gar nicht, da wollte ich rein. Elemente rausnehmen, um sie dann als DLC verkaufen zu können. Also sprich, das Dingens ist schon im Spiel drin, im Hauptspiel eigentlich, und wird dann aber bewusst rausgeschnitten, um es als DLC verkaufen zu können. Hallo? Lebst du noch? Aua! Verdammt! Da war wohl jemand etwas gebuggt. Also sowas finde ich geht gar nicht. Also da ist bei mir dann auch eine Grenze gezogen, bei der ich dann sage, Leute, nee. So gerne ich das Spiel vielleicht spielen würde. Da gab es auch irgendein Beispiel, aber mir fällt es gerade nicht ein. Das war ein Spiel, welches ich eigentlich auch schon lange im Blickfeld hatte. Ich gehe mal kurz in den Shop. Beziehungsweise auf welches ich mich eigentlich vorab extrem gefreut hatte. Welches war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Und dann kam es irgendwie raus und dann war sofort nach irgendwie, keine Ahnung, 2 Tagen irgendwie die Diskussion oder wurde so ein kleiner Shitstorm losgetreten von wegen, ja, da sind Inhalte aufgetaucht, die eigentlich schon im Spiel waren, aber dann eigentlich sofort als Day-One-DLC quasi zum Kauf angeboten wurden. Ganz ehrlich, ne. Also ich finde, sowas geht halt echt nicht. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Und ich persönlich, ich weiß, es ist natürlich nicht so profitabel für die ganzen Publisher und Entwickler, aber ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn es eben wieder so ein bisschen in die Richtung Add-on gehen würde. Also in dem Fall sage ich zum Beispiel nur Diablo 2. Das war, glaube ich, mein erstes Add-on, das ich je gekauft habe. Hier LOD. Ich habe es nicht bereut. Oder auch Sacred. Weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Kennt ihr du mit Sicherheit. Da gab es nämlich auch, glaube ich, ein sehr, sehr vollwertiges Add-on hier mit Underworld, glaube ich, war das, ne? Sacred Underworld. Klar, das Ding war ziemlich verbuggt, aber wurde auch irgendwann wirklich gut spielbar. Also das haben sie schon noch gefixt, bevor sie dann leider pleite gingen. Aber wie gesagt, das, ich glaube, das Add-on hat auch dann so umgerechnet jetzt 30 Euro gekostet. Aber... wie gesagt, also in ah, scheiße, Schild. Habe ich nicht... ah, nicht gesehen. Nein, 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 nein. Ah, scheiße. Dein, wegdashen, wegdashen. Viele Gegner. Viele Punkte smart. Ja, danke schön, Kamoho. Sehr schön. Au. Ach, du hast auch noch... Alter, was geht hier ab? Was hast du hier für eine Party? Boah, okay. Wie gesagt, das hat auch damals, also Addons haben schon gut Geld auch gekostet, aber das war halt meiner Meinung nach vom Umfang her noch und auch spieltechnisch. Ich meine, da gab es halt dann wirklich ganze neue Areale, nicht nur irgendwie eine blöde Map oder so. Nee, nee, da gab es halt wirklich richtig große neue Areale mit vielen, vielen neuen Gegenständen, mit vielen, vielen neuen Gegnertypen und dergleichen. Und ja, das war okay. Da ist ein Challenge-Raum, soll ich reingehen? Ich meine, ich labere eh so viel, von daher. Ja, also wie gesagt, ich würde es begrüßen, wenn die Tendenz eher wieder... ah, scheiße. Ja, super, hat sie jetzt hier alle mit... Schildern oder was? Ach, ich muss den... ach, du Scheiße! Ich muss Kamoho füttern! Ja, Moment, kann ich die nicht ein bisschen... fuhlen? Nee, kann ich. Oh, da sind aber welche reingefallen jetzt. Genau das wollte ich nämlich. Ah, okay, alles klar. Hab zwar Schaden genommen, aber es macht nichts. Hoffe ich. Ja, wie gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Breath of Itzli. Oh, die Waffe. Itzlis Handblade. Kann sich noch jemand erinnern? Ich will die wieder.
Ja, nee, also wie gesagt, das soll jetzt kein Gebäsche auf DLCs sein, sondern einfach, ich weiß nicht, ich fänd's okay, ich fänd's gut, wenn die Leute vielleicht ein bisschen bewusster kaufen würden. Weil ich finde die Existenz von kosmetischen DLCs zwar natürlich mich nicht betreffend und auch nicht wirklich störend, aber ich finde es irgendwo ein bisschen bedenklich. Ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll. Also wie gesagt, es soll sich auch keiner angegriffen fühlen, ne? Hier von wegen DLCs kaufen. Ja, kauft. Wenn ihr das Geld habt, wenn ihr Spaß daran habt, kauft das. Natürlich, keine Frage. Aber ich will einfach die Beweggründe... Ach ja, scheiße, das war doch... Oh Gott. Ah! Ja, ich glaube hier hat's mit Reden erstmal weniger, nein! Nein, du sollst mir die nicht wegfressen! Nein! Ah, come on! Ja, super, das war's dann eh schon wieder. Boah, dieser verdammte Wurm, ey, der wird mir noch... Den werde ich noch in den Träumen sehen. Oh, guck mal, wie lange das jetzt doch gedauert hat, weil ich halt gelabert habe, ne? Ja, weiß nicht, vielleicht mache ich es doch wieder anders. Vielleicht lasse ich das mit den Diskutieren in Anführungszeichen doch. Würde mich aber, ehrlich gesagt, in dem Fall jetzt trotzdem sehr freuen, wenn sich der ein oder andere vielleicht zu Wort melden würde. Sowohl Pro- als auch Contra-DLCs. Wie gesagt, ich lasse sowieso jede Meinung gelten. Keine Frage. Ich meine, soll jeder, wie gesagt, so viel Spaß haben, wie er möchte mit Videospielen. Aber... Vielleicht gibt es doch den einen oder anderen, der sich dazu auch vielleicht selbst ein bisschen äußern möchte. Egal, ob er jetzt gegen DLCs ist oder vielleicht auch dafür ist. Wie gesagt, das darf es genauso geben. Klar. Darf es auf jeden Fall. Irgendwo haben sie wohl doch auch ihre Berechtigung. Auch die kosmetischen Dinger bzw. Spiele, die Map-Packs rauswerfen, welche meiner Meinung nach viel auch geliefert werden könnten. Oder eben... wie bei vielen Spielen Gott sei Dank noch vorhanden, der Community die Möglichkeit gegeben, diese Maps selbst zu erstellen. Aber, ja, weiß nicht. Vielleicht bin ich auch völlig allein mit meiner Meinung. Es wird sich rausstellen. Soll es gewesen sein mit Ascendant für heute. Tag 5, glaube ich, war das. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Von daher, liebe Leute, habt einen schönen Tag, macht's gut und ciao, ciao.